9 Uhr. Försterin Larissa Reininger ist auf dem Weg zu ihrem ersten Termin. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal auf den Fläche. Jawohl. Passt, hier können wir aussteigen. Bin jetzt selber auch gespannt, was jetzt kommt. Heute trifft die 30-Jährige den Waldbesitzer Walter Geisdörfer und dessen Kollegen. Sie soll 3 Bäume in seinem Wald prüfen. Wenn die ins Vertragsnaturschutzprogramm passen, gibt es Geld. Erst seit November ist Larissa Reininger hier Försterin, aber sie kennt sich gut aus. Ich kenne sie ja schon länger und so. Sie war ja mal da bei Praktikum und ich denke, wir werden gut miteinander auskommen in nächster Zeit. Na, mit Sicherheit. Die Prüfung der Bäume beginnt. Das ist unser erster Baum, den wir in dem Programm mit aufnehmen können. Haben wir in dem Fall Totholz, eine Eiche. Die Baumart passt, der Durchmesser stimmt. Dieser tote Baum kann für Tiere zum Lebensraum werden. Für die eine Totholzeiche gibt es eine Fördersumme für 175 Euro einmal. Bayernweit sind bisher nur 23% der Amtsförster weiblich. Aber für die Jobs heutzutage spielt das ohnehin keine Rolle mehr, sagt Larissa Reininger. Ich kann nur jedem anderen empfehlen, egal ob Mann oder Frau, dass man das macht, was einem gefällt, egal ob es jetzt typisch ist oder nicht. Ihr Forstamt Fürth-Uffenheim ist ohnehin ein Vorreiter. 6 der 13 Forstreviere werden schon von Frauen geleitet. Früher undenkbar. Zu meiner Jugend hat es nichts anderes gegeben wie Förster. Försterin hat man doch nie gehört. Also sieht man schon, dass da eine Kehrtwende da ist. Beratung im Wald. Für die junge Frau ist das ein echter Traumjob. Ich bin fast jeden Tag außen unterwegs. Dass ich mal einen Tag nur im Büro wäre, das wäre eine Ausnahme. Der nächste Baum steht auf dem Prüfstand. Gute Nachrichten für den Waldbesitzer. Es gibt noch mal Geld. Und es zeigt sich, hier lohnt sich langfristiges Denken. Die Generationen vor uns haben ihr Herzblut in die Wälder gesteckt und so. Und das will man natürlich mindestens genauso gut auch fortführen. Das ist ganz wichtig, dass man erst sowas erhält einfach. Und deswegen sind da die Tipps von der Larissa einfach essentiell. Der letzte Baum, das letzte Urteil. Sehen wir ja schon, dass da kleine Pilzkonsolen wachsen. Sieht man sehr gut, dass der Baum innen drin schon faul ist. Auch dieser Baum ist Lebensraum und kommt ins System. 3 Volltreffer. Passt alles? Jawohl. Und die heutige Bilanz der Försterin? Einwandfrei. Im Prinzip hatte ich ja im Voraus gar nicht so viel geplant, weil ich gar nicht immer weiß, was mich an dem Tag dann tatsächlich erwartet. Aber hat, denke ich, funktioniert. Ein gutes erstes Treffen, dem sicher viele folgen werden.